Habt ihr schon mal was von Lee Miller gehört? Wenn nicht, dann geht es euch genauso wie mir. Lee Miller ist eine der versiertesten Kriegsfotografinnen überhaupt gewesen, mit einer wirklich beeindruckenden Lebensgeschichte. Und genau die wird uns in Die Fotografin erzählt. Kate Winslet spielt eben diese Fotografin, diese Lee Miller. Es ist ein sehr, sehr klassisches Biopic, bei dem ich am Ende so den Drang hatte, mich noch mehr, naja, quasi in ihre Bilder einzulesen. Ich halte das für ein Kompliment, allerdings auch für eine kleine Schwäche des Films gleichzeitig. Mehr dazu erzähle ich euch jetzt. Ab dem 19. September gibt es das ganze Ding bei uns in den Kinos. Herzlich willkommen in der Filmfabrik. Willkommen bei der Vogue. Sie sollen die Frau sein, bei der man sich bewirbt. Audrey Withers. Ich habe Ihre Fotos gesehen. Sie sind sehr beeindruckend. Sie lehnen jeden, der Sie in Frage stellt, ab. Vor allem, wenn Sie wissen, dass Sie Unrecht haben. Und Sie haben Geheimnisse, die Sie niemals teilen werden. Ich habe nie Unrecht. Das ist unsere Lee. Kennt ihr so Filme, die irgendwie beim Gucken, wo man schon so denkt, ah, die passen hier perfekt in den Schulunterricht? Also irgendwie so Filme, die Personen oder Ereignisse porträtieren, dabei jetzt gar nicht den wahnsinnig klassischen Unterhaltungswert haben, aber man die Ergebnisse, Ereignisse und Geschehnisse trotzdem irgendwie sehr eindrücklich gezeigt bekommt. Und so ein Film ist für mich eben Die Fotografin. Man kann sich all das irgendwie, was da erzählt wird, auch als Doku geben oder aber in diesem Fall, was weiß ich, mit Bildbänden aufarbeiten. Es geht aber eben auch fiktional, also als Film erzählt, der trotzdem ganz nah an der Historie bleibt. Eines Morgens wachten wir auf und in Europa war Krieg. Zugang für Frauen nur zu nicht-militärischen Bereichen. Ich will nur etwas beitragen. Aber wieso sollen die Männer bestimmen? Ich gehe an die Front. Marsch bereit? Also damit habe ich nicht gerechnet. Elizabeth Lee Miller, geboren 1907. Sie ist eine Fotografin so zwischen Krieg und Glamour. Also zuerst arbeitet sie selbst als Model, dann eben als Fotografin. Erst für die Kunst und Mode, später aber eben für Kriegsberichterstattung. Und all das für die weltbekannte Vogue. Und sie hat einige wirklich der wichtigsten bildlichen Nachweise dieser unsäglichen Nazi-Verbrechen geschaffen. Wir fuhren monatelang bis in die finsterste Hölle. Sie müssen Lee Miller sein. Einfach Lee reicht völlig. Und genau diese Geschichte bekommen wir hier in einer Art Interviewformat erzählt. Also so als Form drumherum. Das Ganze rückblickend. Ein Journalist setzt sich zur gealterten Lee und will die Geschichten zu ihren legendären Bildern wissen. Und in dieser Geschichte erzählt sie eben, es geht nach Paris 1938, es geht aber eben nach London, es geht vom Glamour dann in den Krieg. Lee Miller hat nämlich nur ein Ziel. Sie wollte an die Front, was zur damaligen Zeit extrem schwierig war. Zumal als Frau. Gut, einfach Lee. Wir schicken keine Frauen an die Front. So, und ich will euch jetzt gar nicht nochmal irgendwie hier mit meiner Erzählung eines Biopics langweilen. Nirgends wäre es blödsinniger als in diesem Genre. Aber ich muss schon sagen, auch im Film hatte ich so das Gefühl, dass die Story ein, zwei Schleifen am Anfang dreht, die es ein bisschen träge machen. Also nicht, dass ich jetzt sofort da reinstolpern will und super heiß irgendwie auf Kriegsbilder bin und dachte, boah, endlich sehe ich mal, wie elendig Krieg ist. Zum Glück zeigt mir das ein Film. Nein. Aber dass für sie eben, dass sie eben bis heute so geachtet und so gewertschätzt ist, für diesen Faktor, da gönnt sich der Film eben einen sehr langen Vorlauf. Dazu kommt, dass ich dieses Interviewformat, das ich gerade schon angerissen habe, also ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen, ich habe das zuletzt bei Bike Riders zum Beispiel so wahrgenommen, dass dieses Format irgendwie hier einigermaßen unnütz ist. Also zum Schluss finde ich, kapiert man, warum es so genutzt wurde. Und es gibt auch Kate Winslet tatsächlich nochmal so die Möglichkeit, dann in einer auf alt geschminkten Rolle als Lee, als gealterte Lee Miller, nochmal irgendwie eine Facette mehr zu zeigen. Aber so richtig gebraucht hätte ich es nicht. Das ist ein Problem, denn ich bin hier. Es gibt verschiedene Arten von Verletzungen. Nicht nur die, die man sehen kann. Vielleicht war aber genau das eben der Versuch, dieses ansonsten doch sehr extrem klassische Biopic so ein bisschen aufzubrechen, dann doch nochmal eine andere Form zu geben und jetzt nicht dieses wirkliche Durcherzählen, dann passierte das und das und das und das, 37, 38, 39. Es ist eben schon sehr nach Schema F erzählt. Es wird ein Punkt nach dem anderen abgehandelt. Es geht um Freunde, es geht um Karriereschritte, es geht um Männer und das eben alles zwischen Krieg und Glamour. Einen allzu kreativen Erzählschlenker
braucht ihr hier also erstmal nicht erwarten. Wo sind meine Bilder? Ihr habt sie nicht gedruckt. Im Ministerium hatte man Sorge, sie könnten verstören wirken. Sie müssen jetzt nach vorn blicken. Nach vorn blicken? Nach vorn? Dieses kleine Mädchen in einem Todeslager. Wie soll sie nach vorn blicken? Wie soll sie nach vorn blicken? Wie? Nach vorn? Und das sage ich wirklich völlig wertfrei, weil ich finde, dass das Porträt von Lee Miller durch dieses sehr planmäßige, subtile Erzählen trotzdem sehr deutlich wird. Also ich verstehe, wer sie war, ich verstehe ihre Motive, ich weiß, wo sie hin wollte, ich weiß, was ihr Ziel ist und ihre Gedanken dahinter. Sie war eben nicht nur eine weitere Person, die irgendwie Fotos von Krieg und Kriegsverbrechen gemacht hat, sie hatte... Und das mag jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen klingen, aber eben ein anderes Auge für die Situation, ein Gespür für die Menschen. Sie hat sehr, sehr viel Empathie mit am Start. Egal wie lebendig, egal wie verletzt oder egal wie leblos die Menschen waren, die sie vor der Kamera hatte. Diese Tiefe und Vielschichtigkeit, die Bedeutung der Persona Lee Miller, die entfaltet sich aber eben erst spät im Film, was sich natürlich durchaus durch die Chronologie erklären lässt. Aber es ist genau das, was die Fotografin als Film für mich am Ende rettet, dass da eben trotzdem noch diese Entfaltung ist. Kate Winslet hat ewig versucht, diesen Film zu realisieren. Wie sehr ihr Lee Miller ein Anliegen ist, finde ich, spürt man wirklich zu jeder Sekunde ihres Schauspiels. Sie ist der wirkliche Trumpf des Films, denn so geradlinig diese Biografie eben erzählt ist, gibt Kate Winslet Lee Miller eben diese dritte Dimension, die sie braucht. Es war nichts mehr, was ich gehört oder mir vorgestellt hatte. Es war real. Und durch sie begreift man dann eben auch, finde ich, technisch, was so die Fotos von Lee Miller besonders gemacht hat. Also bei all dem Schrecken, den sie da abgebildet und abgelichtet hat und so hart es klingt, es ist halt eben auch Kunst. Und wie sie diese Kunst geprägt hat, ich finde, das ist schon durchaus spannend zu sehen. Und es ist eben so spannend, dass ich am Ende direkt wirklich im Internet erstmal nach den Bildbänden von ihr gesucht habe. Einmal, weil ihre Fotos dieses historische Schreckenszeugnis sind, von denen ich auch bislang noch nicht wusste, weil es eben aber auch ein Teil Kunst ist. Und ich finde es auf der einen Seite wirklich beachtlich, dass der Film diesen Impuls bei mir ausgelöst hat. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch gefragt, ob mir das vielleicht im Film auch irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Oder warum ist dieses Verlangen, ist ein dummes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, noch da ist. Ich bin allerdings zu dem Entschluss gekommen, nein, mir hat das nicht gefehlt. Noch mehr der inhaltlich schrecklichen Aufnahmen hätten es nun wirklich nicht gebraucht. Und auch wenn es als Kniff irgendwie im Film schon uralt ist, aber wenn im Abspann dann wirklich auch nochmal die echten Fotos dem Ganzen gegenübergestellt werden, was für den Film irgendwie nachgestellt wurde, das ist auch, also wirklich auch dann in diesem Film eine wirklich beachtliche Leistung und eben, finde ich, an Schwere genug. Die Fotografin ist also als Film ein Kriegsdrama und eine Biografie in einem Guss. Es ist nicht sonderlich kreativ, aber es ist sehr effektiv. Es hat einen ganz, ganz klaren emanzipatorischen Anstrich, um die Errungenschaften von Lee Miller zur damaligen Zeit auch nochmal hervorzuheben in einer doch nochmal viel, viel maskulineren Welt. Neben Kate Winslet sind außerdem noch mit dabei Andy Samberg, Marion Cotillard oder auch Alexander Skarsgård, also hoch dekoriert besetzt der ganze Film und das sind eben dann die Positionen, auf denen man merkt, wenn da gute Schauspieler sind, ist egal, welche Drehung dieses Biopic nimmt, es ist trotzdem einfach sehr, sehr gut gespielt. Ich nehme aus die Fotografin also einiges mit, das muss ich schon sagen, vor allem ist der Film eben ein ganz klares Symbol gegen das Vergessen, ein Aufleben lassen einer Person, die Geschichte porträtiert hat und hier eben selbst porträtiert wird. Nochmal, das hat keinen klassischen Unterhaltungswert. Mir ist es an vielen Stellen eben auch zu formathaft erzählt, aber wichtig ist, was hinten raus kleben bleibt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Fotografin als Film da genau die Punkte setzen konnte, die gesetzt werden sollten. Ab dem 19. September gibt es das Ganze bei uns in den Kinos. Es ist kein Blockbuster, eben aber ein Stück Geschichte mit einer beeindruckenden Kate Winslet als beeindruckende Lee Miller. Falls ihr den Film gesehen habt, falls ihr drin wart, falls ihr Gedanken zum Trailer habt, dann schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt und sehe diesen Film wirklich als Empfehlung für euch. Macht es gut, bleibt gesund, tschö und peace.